Fällt mir schon glatt alles aus der Hand. Ich bin ehrlich, ich bin die letzten Monate so ein bisschen um dieses Thema herumgeschlichen, aber sie sind wieder da, sie hauen raus und wir schauen, was sich lohnt und was vielleicht ein totaler Flop ist. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ja mittlerweile eher, ich sag mal zu 99% in der Drogerie angekommen. Gelegentlich bringt dann die ein oder andere Marke und vor allen Dingen eine Marke, von der ich das nicht gedacht hätte, Produkte raus, die mich wirklich so ein bisschen sprachlos gemacht haben, im positiven Sinne. Und ich habe hier ein paar Make-up-Neuheiten, die sich meiner Meinung nach definitiv lohnen. Und ein Produkt, ich weiß, ihr werdet ausrasten. Los geht's. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle eine wunderschöne Zeit gehabt. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen aufmuntern kann. Ich bin sehr gespannt, denn ich habe die letzten Tage so ein paar Sachen probiert. Ich habe probiert, einen neuen Signature-Make-up-Look zu finden. Heißt also ein Look, den ich immer wieder machen kann, der mir im Alltag am besten gefällt. Und ich habe ein neues Produkt dafür gefunden. Eher zufällig, hätte ich nicht gedacht, zeige ich euch natürlich gleich. Und vor allen Dingen, und das war die Inspiration, die neue Natasha Denona Golden Palette. Und ich glaube, das ist ja so ein Ding, sagen wir so, es schrie Maxim 2022, 21. Die probieren wir selbstverständlich auch aus. Und damit wir gar nicht so viel Zeit verlieren, starten wir direkt mit dem Video. Ihr wisst es, ich habe einen fixen Rabattcode bei Lookfantastic, Maxim11. Damit könnt ihr immer das Maximum sparen, was möglich ist. Das gilt auf fast alles, egal ob es vielleicht schon reduziert ist, egal ob es irgendwelche Angebote sind oder Sparsets oder so. Und ich habe gesehen, ich habe die Auswertung von Lookfantastic bekommen, wie krass ihr ausgerastet seid bei dem Sol de Janeiro Parfum Set. Also vielen, vielen Dank dafür. Aber es tut mir wirklich. Ich habe mich wirklich geschämt, weil ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht und gesagt, dass davon eins mein Favorit ist, bis ich ein anderes gefunden habe. Und wir müssen stark sein. Ich weiß, ich übertreibe manchmal und manchmal sind meine Emotionen einfach ein bisschen zu viel. Aber passt auf. Ich sortiere immer, egal auf welcher Webseite ich bin, ich sortiere nach Neuheiten und dann schaue ich, was Neues ist, weil ich natürlich auch nicht alte Produkte irgendwie bestellen möchte, die ich vielleicht schon habe. So, dann habe ich das hier gesehen. Das ist Brazilian Crush Cerosa 71. Und ich dachte mir, hä, das kommt mir doch so bekannt vor. Ich habe das doch, das ist doch der Bum Bum Cream Duft. Habe dann auf die Duftbeschreibung gesehen und das war auch ähnlich, aber irgendwie auch nicht und dachte mir, komm, bestellst du es einmal. So, dann kam meine Bestellung von Lookfantastic und dann packe ich das aus und ich war richtig enttäuscht, weil ich wirklich gedacht habe, ich habe das schon. Gut Glück, dass ich das 69er in meiner Tasche hatte für unterwegs, dieses kleine Reiseding, und dann geguckt habe und dachte, das ist doch die 69. Aber hier steht 71 drauf, Freunde der Sonne. Puh, wenn ihr gourmandige Düfte liebt, gourmandig heißt, es war so ungefähr. Hier steht drauf, karamellisierte Vanille und Macadamia. Fällt mir schon glatt alles aus der Hand. Das ist der intensivste Sol de Janeiro Duft, den ich kenne. Und lasst ihn mich so beschreiben. Stellt euch vor, ihr geht in Spanien in ein deutsches Bäckereifachgeschäft. Und es gibt dort nur Apfelkuchen. Ich habe sowas noch nicht gerochen. Ich habe aber diese Kombination noch nie gerochen. Das riecht, als hättest du dein Gesicht in ein Blech mit Apfelkuchen und dicken Butterstreuseln gedrückt. Nussig. Es riecht wirklich buttrig, aber nicht nach traniger Kräuterbutter, sondern nach so einem Subway-Cookie mit Nüssen drin, mit Apfelkuchen drin, Vanille, Karamell, Nüsse. Und es springt die ganze Zeit so hin und her. Und es hört nicht auf. Es hört nicht auf, nach einer leckeren Bäckerei zu riechen. Ich habe das noch nie gerochen, so intensiv. Ich kenne natürlich gourmandige Düfte, die sehr lieblich sind, die sehr so ein bisschen süßlich sind, aber die sind meistens pappig süß. Das ist ein buttrig süßer Duft. Und das hätte ich bei Sol de Janeiro nicht gedacht, weil ich dachte, die sind immer so ein bisschen frischer. Die sind immer so ein bisschen sommerlicher. Dieser Duft ist nicht der Weihnachtsmarkt, aber das ist das Bäckereifachgeschäft am Strand. Puh. Ich habe ihn gesprüht und selbst Danny mochte ihn. Und Danny ist sehr empfindlich, was Düfte angeht. Erst die erste Note ist Popcorn, Butterpopcorn. Dann kommt der Apfelkuchen raus und im Laufe des Tages verändert der sich. Das ist meiner Meinung nach der anhaltendste Duft. Schaut mal, ich habe das Paket vor. Heute ist Sonntag. Am Freitag habe ich das bekommen. Ich bin wie ein Wahnsinniger hier am Sprühen, weil das so lecker riecht. Mein Herbstduft.
Das riecht wie so ein, kennt ihr diese Pinterest-Bilder? So ein Cozy Girl mit einer Kaschmirdecke vorm Kamin, mit einer heißen Schokolade. So riecht das. Love it. 10 von 10, wollte ich euch nochmal kurz zeigen. Bin ich sehr überrascht gewesen. Ist ein wahnsinnig schöner Duft und so viel Trauer, die ich hatte, dass ich das Falsche gekauft habe, habe ich mich sehr gefreut drüber. Jetzt hat aber jemand anderes was rausgebracht und ihr kennt ja meine Meinung zu Benefit. Ich liebe Benefit von ganzem Herzen. Ich war die letzten Monate oder die letzten Jahre aber immer so ein bisschen enttäuscht und jetzt kamen sie wirklich mit Neuheiten raus, mit wirklich, wirklich Neuheiten raus. Kleiner Spoiler, in ein paar Wochen gibt es eine. Eigentlich ist es eine recht große Überraschung von Benefit und mir. Sie kam mit was Neues raus. Das gibt es jetzt, glaube ich, nicht bei Lookfantastic. Ich wollte es aber trotzdem einfach mit reinnehmen. Das ist das Dewlala. Ich habe das leider in der falschen Farbe, Medium Tan, aber das ist gar nicht so schlecht. Das ist im Prinzip, ich dachte, das ist erst so ein Hollywood Flawless Filter Ding und war schon ein bisschen, schon wieder, ist es gar nicht. Das ist eigentlich wie so ein Primer, der einen richtig schönen Glow gibt. Da ich ja so ein bisschen blass im Gesicht bin, weil ich einfach so viel Lichtschutzfaktor trage, gebe ich das runter und das ist der, ich sag mal, tragbarste Bronzing Drop, Schätzchen, in der Farbe zumindest. Habe ich wie so einen leichten Tan-Effekt. Man kann ihn sich in die Creme mischen oder einfach so aufs Gesicht geben. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist eine ganz, ganz tolle, feine Textur. Rieche jetzt hier eh nur Macadamia. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut als Grundlage. Hatte ich gestern drauf zur Hochzeit. Nee, vorgestern. Wann haben wir gehört? Vorgestern. Muss man so ein bisschen einarbeiten. Ich mache es jetzt auch gerade irgendwie nicht so ordentlich. Einen Flop gebe ich euch noch schnell mit, bevor ihr es kauft. Vielleicht habt ihr es bei TikTok nicht gesehen. Die Anastasia Beauty Balm Foundation. Spart euch das Geld. Keine Deckkraft. Löst sich sofort auf. Auch selbst wenn du nichts drunter hast unter deinem Make-up. Gar nichts. Da passiert nichts. Ich zeige es euch mal kurz. Du gibst es rauf, dann verblendest du es und dann ist es weg. Und den kostet 50 Euro. Spart euch bitte das Geld hier für diesen Beauty Balm von Anastasia. Trag mal flott meine Foundation auf, denn wir müssen unbedingt noch was anderes probieren. Eine Sache, über die ich mich gefreut habe, ihr wisst doch, dass ich hier meinen Natasha Denona Concealer in 3NR, das ist meine perfekte Farbe. Ich habe den Ewigkeiten nicht gefunden, jetzt war er endlich wieder da, ich habe ihn gleich bestellt. Jetzt kann dieses Ding endlich raus. Ich habe ja sogar schon diesen Stöpsel hier rausgemacht. Da könnte ich wahrscheinlich jetzt noch mal ein paar Tage mit arbeiten, aber ich sehe schon, die Schrift hinten löst sich ab. Ich darf mich jetzt von ihm trennen. Deswegen trage ich den einmal. Nee, den trage ich noch nicht auf. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Denn es gibt zwei Neuheiten. Einmal von Benefit und einmal von Huda Beauty. Einmal diese Blush-Filter. Sehr, 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 sehr gut. Ich blende euch hier an der Seite mal ein Video ein. Ich habe einen TikTok dazu gemacht, weil die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Das Packaging fand ich ganz süß, aber irgendwie auch nicht so, also es sah ein bisschen billig aus. Es fühlt sich aber nicht billig an, da bin ich ehrlich. Es ist ein sehr, sehr harter Kunststoff. Unglaublich schöne Textur. Ganz leicht wässrig, hinterlässt einen sehr schönen Glow auf der Haut. Deswegen blende ich euch das ein. Aber ich will was anderes benutzen, weil mich das wirklich überrascht hat. Das ist von Benefit. Das sind die Cream Puffs Matte Lip Tints. Hat mich ein bisschen verwirrt, weil erstmal Packaging unglaublich süß. Du kannst es auf den Lippen auftragen, machen wir jetzt auch. Die Farbe Cream Puff ist perfekt. Das ist genau meine Lippenfarbe. Du siehst nichts, aber die Lippen sind so ein bisschen perfektioniert. Aber schaut euch das an. 1, 2, jetzt kommen wir nämlich zu meinem Signature-Look. Das ist dieser Sunburned Blush. Liebe ich im Moment total. Ich finde, das macht mein Gesicht deutlich frischer und weniger stark geschminkt. Ich trage mir dieses Ding von Benefit hierhin unter meine Augen und dann ganz leicht hoch. Es sieht jetzt noch ein bisschen verrückt aus, aber glaubt mir, das wird gleich besser. Diese Farbe ist so diese richtige Sonnenbrandfarbe. Es gibt die auch noch in heller, die ist dann Skinny Dip, ist ein bisschen heller. Das ist wirklich eher so ein Tint, so wie der Bene Tint. Ne? Das ist ja auch von Bene Tint. Es färbt auch so ein bisschen die Lippen ein, deswegen passt das ganz gut auf meine Lippen. So, einfach hier rüber, unter die Augen und erst dann gehe ich mit dem Concealer rüber. So, so schön und das hält extrem gut. Die wollte ich euch mal mit auf den Weg geben. So, Concealer ist drauf. Ein Katzenhaar, was hier immer. Katzenbesitzer werden wissen, was ich meine. Da war's. Okay, das lassen wir einmal ganz kurz so ein bisschen antrocknen. Und jetzt kommen wir zu Natasha Denona. Die Gute hat ja wirklich die letzten Monate wirklich nicht geschlafen, glaube ich. Und jetzt vor allen Dingen diese Goldpalette rausgebracht. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt, weil sie ja die letzten Paletten sehr kühl, sehr luxuriös war. Und dann dachte ich mir, na, schon wieder eine warme Palette. Ist aber nochmal ganz anders als eigentlich gedacht. Erstmal die Verpackung ist meiner Meinung nach eine der schönsten Natasha-Verpackungen. Es ist nicht fingerabdruckfreundlich, ne? Also du siehst es sofort, du hast Fingerabdrücke drauf, vor allen Dingen hinten, aber vorne, das ist so
Das hat so ein paar Wellen, es sieht aus wie flüssiges Metall. Von innen sieht die aber sehr, sehr schön aus, weil das so ein bisschen ein matterer Goldton ist, der nicht so stark glitzert. Und dann dieser schwarz-schokoladige braune Rahmen drumherum. Sehr, sehr schön. Wir haben viele verschiedene Texturen hier wieder drin. Ich glaube, diese klassische Cremetextur, ja. Wow. Verschiedene cremige Texturen, verschiedene Schimmerdimensionen, sehr weiche Schimmertöne, sehr, sehr glitzerige Schimmertöne und dann diese klassischen Natasha Denona Cremeschimmertöne, wo du einmal deinen ganzen Abend lang swatchen kannst. Wir schminken jetzt daraus mal einen Look. Ich habe lange keinen warmen, warmen, warmen Look mehr gemacht, weil ich eigentlich immer eher so ein bisschen auf den kühleren, einfacheren Looks war. Aber wenn Natasha Denona sagt, wir müssen jetzt wieder Looks tragen, dann tragen wir auch mal wieder Looks. Die besten Lidschatten, die es auf dem Markt gibt im High-End-Bereich, sind einfach nur mal Natasha Denona. Und ich weiß ja auch, dass viele damit kein Problem haben, wenn ich auch mal sage, dass ein teures Produkt gut ist. Ich muss natürlich immer so ein bisschen schauen, dass ich irgendwie eine gute Mischung finde. Aber bei Natasha Denona habe ich noch nie, noch nie, noch nie ein Flop-Produkt gehabt. Außer die Pastellpalette, wobei die auch nur ein Flop war, weil ich Pastellfarben einfach nicht mag. Ich wollte diesen Ton Milko als Primer so ein bisschen benutzen, um das Lid ein bisschen aufzuhellen. Gibt dem Auge einfach so ein bisschen mehr Bewegung. So, wir starten als erstes mal mit einem fluffigen Blendepinsel, was ich, ihr seht das, was ich sehr, sehr gut finde. Wir haben hier diese Viererkombination aus diesen beigen Brauntönen, die alle aber einen unterschiedlichen Unterton haben und du dadurch einfach einen sehr weichen Blend kreieren kannst. Ne? Also gerade wenn wir hier mit Flash anfangen vielleicht, der ist ja sehr, sehr hell. Ist das die hellste Farbe außen? Kannst du einfach. Na, das ist ja, also ich muss sagen, Natasha Denona ist nicht unbedingt die anwenderfreundlichste Formulierung. Wenn du noch nicht so geübt bist, was Lidschatten angeht, ist Natasha Denona meistens immer schwierig. Was sie aber hier meiner Meinung nach ganz gut gemacht hat, ist, dass sie wirklich in diesen Brauntönen, mit denen du eh schon wenig schief oder was falsch machen kannst, verschiedene Abstufungen hast, damit du einfach einen recht einfachen, sauberen Blend hast. Je mehr Farben du aus derselben Farbfamilie hast, mit verschiedenen Dunkelheitsintensitäten, desto einfacher ist es damit natürlich auch zu arbeiten. Ich nehme denselben Pinsel, gehe in die Farbe Aria, deutlich kühler, gar kein Kickback, Wahnsinn, um mir das so ein bisschen zu verdunkeln. Das ist eigentlich die Hauptfokusfarbe. Die Farbe davor ist ja eher so ein Kamelton. Diese hier gibt mir jetzt ein bisschen Dunkelheit, lässt sich sehr gut mit einem Blendepinsel auftragen. Muss ich nochmal erwähnen, ne? Es macht einen Unterschied, mit welchem Pinsel man arbeitet. Sehr, sehr feine Textur, da muss ich mal mit dem Finger rein. Das ist auch schon wieder fast so eine cremige Textur, ne? Ist sie nicht? Also das ist eine Pudertextur, aber so weichcremig. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche eure liebste Natasha Denona Palette ist. Wir gehen weiter mit Teak. Die hat wieder ein bisschen Kickback, ist wieder eine andere Textur. Sehr warm. Setze ich mir mal hier vorne hin. Ja, die ist ein bisschen wärmer. Das ist im Prinzip dieselbe Farbe, nur ein bisschen wärmer wieder. Wir gehen gleich, glaube ich, hier einmal in Lock. Und die stempel ich mir hier außen hin. Und hier vorne. Ihr seht es auch, ich habe meinen Concealer noch nicht fixiert. Wow. Und blende jetzt hier einfach immer hin und her. Überrascht mich nicht. Eigentlich braucht man für Natascha. Ist echt selten mittlerweile geworden, dass man keine Reviews mehr braucht bei Natasha Denona, sondern eigentlich nur noch Anwendungsvideos, weil es einfach selbsterklärend ist. Wusstet ihr, dass Natasha Denona in Deutschland aufgewachsen ist? Die spricht perfektes Deutsch. Ich würde dich gerne hier mal zu einem Video einladen. Wow, und mit einem sauberen Pinsel gehe ich jetzt einfach nochmal hin und her und blende das alles ganz weich aus. Würde gerne so einen Dripping Gold Effekt auf dem Auge haben. Deswegen gehe ich jetzt erstmal in die Farbe Vares, um das hier so raufzugeben. Das ist ein sehr reduzierter Goldton. Den gebe ich recht grobflächig aufs Lid. Dann gehe ich in Aurum Gold. Bleib damit eher ein bisschen auf dem Zentrum. Und jetzt in die Farbe Kava. Nee, Fizzy. Fizzy ist natürlich auch so ein glitzeriger Ton. Und den setze ich mir nur ins Zentrum. Oh, der sieht ja toll aus. Es gibt keine Marke, die so tolle Schimmertöne macht wie Natasha Denona. Gibt's nicht. Jetzt sind wir mal ganz verrückt und gehen auch noch mal in Fizzy hier unten hin. Es soll aussehen, als würde ich Gold weinen. Inner Corner Highlight Aura. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Inner Corner Highlight gemacht habe. Welcome back, Natasha Denona. Auch wenn ihr mich riechen könntet, ich sehe, also ich sehe nicht nur aus wie ein kleines Plätzchen, sondern ich rieche vor allen Dingen auch so. Jetzt hier nochmal so ein bisschen lang. Ach so, warte mal, habe ich den hier? Ja, den können wir nochmal mit rübergeben, weil den gibt es auch bei Lookfantastic und der ist wirklich günstig. Das ist dieser My Dream Mini Glow Blush. Da gehe ich nochmal so ein bisschen rein, einfach für ein bisschen mehr Farbe. Bin schon sehr blass heute, ne? Aber ich wollte heute aussehen wie ein kleines Porzellanpüppchen. Ihr Süßen, das war ein Volltreffer, aber wirklich durchweg, ne? Durchweg. Jedes Produkt, Natasha Denona, da kannst du
kannst du machen, was du willst. Es sieht einfach gut aus. Da musst du nicht mehr Make-up. Da musst du wahrscheinlich noch nicht mal das Wort Make-up gehört haben. Es funktioniert einfach sehr, sehr gut. Meine absolute Empfehlung auch natürlich hier die 71. Ich bin sehr, sehr gespannt, welche Produkte ich hier gesehen habe, wo ihr sagt, ach Mensch, Maxim, das gefällt mir ganz gut. Schreibt mir das doch gerne einfach mal in die Kommentare, ihr kleinen Mäuse. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Alle Informationen, die ihr benötigt, findet ihr selbstverständlich in der Infobox. Bis Mittwoch.